Na endlich, Fragefreitag da. Yeah! Herzlich willkommen! Endlich gibt es wieder den Fragefreitag! Genau! Und warum ist der Fragefreitag zweimal ausgefallen, fragt ihr euch ganz einfach. Ich wurde vor circa 2 Wochen sehr unschön, für mein Empfinden, aus meiner Firma entlassen. Und zwar mit sofortiger Wirkung. Keine Sorge, es ist niemand verletzt oder sonst irgendetwas Schlimmes passiert. Es gab einfach Probleme zwischen der Person, die hier steht, und mir. Ich stehe so hier so. Dazwischen kommen noch ein paar Instanzen, aber mit dieser Person gab es massive Probleme. Wir wurden zu dritt entlassen und das ist auch alles, was ich dazu sagen will. Zu dem ganzen Vorfall würde ich weiter nichts sagen, auch keine Frage dazu beantworten und nichts weiter unternehmen hier auf Facebook, Instagram, sonst was. Wie gesagt, keine Statements zu dieser Sache. Ich vertraue darauf, dass recht gesprochen wird. Ich vertraue darauf, dass alles gut werden wird. Natürlich war ich in der ersten Woche erstmal völlig platt. Das war am Freitag, am ersten ausgefallenen Fragefreitag. Und weil ich die Fragefreitage ja gerne am Freitag aufnehme, bin ich da völlig raus gewesen. Und danach brauchte ich so eine Woche, um mich zu sortieren und klarzukommen, ob ist das meine Schuld, was hätte ich besser machen können und so weiter. Aber dank meiner Freunde, Freundinnen, Familie, Kollegen, Ex-Kollegen bin ich wieder in der Spur. Die haben mir den Rücken gestärkt, wollte ich gerade sagen. Die haben mich wieder aufgebaut. So. Und das hat mich natürlich auch zum Nachdenken gebracht, ob ich weiter euer Oberbürgermeister sein will. Ich meine, gut, ein Arbeitsloser, der hat natürlich echt viel Zeit für Wahlkampf. So wie andere auch, die auch nie zu arbeiten scheinen, aber trotzdem, also ich weiß nicht, ob die arbeiten. Arbeiten eigentlich alle anderen Oberbürgermeisterkandidatinnen? Es gibt ganz viele Menschen, die ständig in irgendwelchen Berichten zu sehen sind, in irgendwelchen Betrieben rumlaufen und scheinbar super viel Zeit haben. Aber ich habe jetzt auch viel Zeit. Jetzt frage ich euch. Wollt ihr, dass ich euer Oberbürgermeisterkandidat bzw. euer Oberbürgermeister werde? Wollt ihr das? Drückt auf Ja. Wollt ihr das nicht? Drückt auf Nein. Geht nicht? Soll ich? Für dich? Soll ich? Okay. Du hast auf Ja gedrückt. Super. Und dann geht's auch schon los. Ich werde heute keine Frage beantworten. Ich werde heute das Wahlprogramm ein wenig vorstellen, wenn es genehm ist. Und die nächsten Fragen für den nächsten Fragefreitag einfach in die Kommentare hacken. Und unser Wahlprogramm wird präsentiert von Nepomuk. Ja. Ihr seid alles Bürokraten und ich intellektueller Lebemann. Zum Einschlafen, da höre ich mir gerne eure Reden an. Nach jedem Satz, den ich verkünde, ernte ich Jubelschreie. Hinterm Pult habt ihr nichts verloren, außer euren Kugelschreiber. Die Antwort auf den Sinn des Lebens heißt Joschka Kuti. Innerlich Roger Willemsen und Körperhaltung wie Putin. Eure Partei so lachhaft, unsere Partei satirisch. Bei den Wahlen werdet ihr gefressen, so wie Fische im Pazifik. Für die Antrittsrede verleiht man mir den Pulitzerpreis. Aus Sicherheitsgründen hab ich mein Double dabei. Euer Programm so lachhaft, unser Programm so kritisch. Bei unseren Zielen würde ich schwarz vor den Augen. Lidstrich. Eure Kandidaten so Blamage. Wir zählen unsere Stimmen, ihr zählt eure Tage. Fundagür, SPD, Arbeiterpartei. Erster Platz in Phrasendrescherei. Ihr habt alle nichts gemacht, ihr habt alle nichts verändert. Wenn wir an der Macht sind, dann wird überall gegendert. Fahrrad Frühling statt Auto Frühling. Digga, was willst du tun? Kannst gerne mal dein Fahrrad satteln. Statt ein Auto zu tunen. Flamingos für die Kraft, Leben unter Palmen. Und Handyverbot für Murat Kalmes. Wir wollen Stadtfest, jede Gasse, eine Bühne volle Kanne. Und jedes Jahr Abi-Ball für alle. Damit wir bereit für die Legalisierung von Gras werden. Legaler Haschanbau in Harsbergen. Oh, das alles fordern wir für Delmenhorst. Joschka Kuti, Prince of Del-Air, Digga, Ehrenwort. Brauchen keine Koalition, regieren lieber solo. Und Thomas Kuhnke macht das Siegerfoto.